Ja. Ich sitze hier rum in der grünen Wiese und labere euch mal wieder voll mit dem, was kommen soll. Das ist so eine Art der Plan, Teil 2. Was die Videos angeht, zeichnet sich ab. Ich lade einfach hoch, beziehungsweise ich schalte gerade frei, was gerade da ist. Und da auch einige sehr lange Dinge dabei sein werden, gehe ich aber davon aus, dass viele von euch sich die langen Sachen gar nicht ansehen. Das ist auch kein Muss, es ist ja nicht irgendwie so, dass ihr großartig was verpasst. Das heißt, wenn also Videos hochgehen und die kriegen keine Klickzahlen zusammen, sondern ist es halt so, ist nicht weiter tragisch. Statt euch vorzuschlagen, was ihr gefälligst zu sehen habt innerhalb einer Woche, biete ich euch einfach die Auswahl an und wer halt nur die 10-Minuten-Dinger sehen will, der guckt sich halt nur die 10-Minuten-Sachen an. Und wer gar nicht weiß, wohin mit seiner Zeit, der guckt sich halt die ganzen elendlangen Sachen an. Der Hintergrund dazu. Momentan gibt es kein Loot. Also überhaupt kein Loot. Auf beiden Servern, hier auf beiden Chernos PvE-Servern, gibt es nichts zu finden. Deswegen sitze ich hier auch rum und tue nichts. Es gibt nichts. Da ist nichts und wo nichts ist, kann man auch nichts finden. Und looten ohne was zu finden ist voll blöd. Ja. Nun gut, also habe ich gesagt, ich gucke mir einfach mal ein paar andere Server an. Also immer, wo irgendwas steht mit PvE und dann, wo kein PvP mit dabei ist, also auch keine PvP-Zonen oder sowas. Da sage ich, ja, da fühle ich mich bestimmt wohl. Ich habe jetzt neben den Nordost-Opas, ne, das ist der Gustav, da habe ich jetzt noch einen zweiten Server inzwischen gefunden, den ich ganz nett finde. Der kriegt auch einen Namen. Ich denke also über Edgar nach zum Beispiel. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wollt ihr das sehen oder ist das eigentlich völlig Banane? Ja. Viel mehr muss man eigentlich nicht sagen. Wie das jetzt hier weitergeht, zum Beispiel auf den Tscherno-Servern, wo ja die meisten kurzen Videos herkommen, schwer zu sagen. Die probieren halt jetzt rum. Jetzt haben sie wohl irgendeinen Fehler gemacht im Setup und ich habe ja schon mal erwähnt, der Mann, der derjenige ist, der Chef-Oberboss und der auch denn meistens sich um die Dateien kümmert, der also auch Ahnung hat, was er da eigentlich treibt, der hat wohl in diesem Fall einen kleinen Fehler gemacht, weil es gibt kein Loot. Shit happens, sowas passiert. Und da der halt arbeitet oder in einer anderen Zeitzone sitzt, was auch immer, kann das dann seine Zeit brauchen. Ne? Keiner traut sich, den nachts aus dem Bett zu klingeln und ihm zu sagen, du bist auf dem Server, ist kein Loot. Ja, und dann warten wir, sie sitzen das halt aus, oder wie ich es mache, ich gucke einfach auf andere Server und berichte euch dann, welche interessant sind. Der Plan ist dann auch, dass ich dann jeweils die entsprechenden Server unten verlinke unter der jeweiligen Videobeschreibung. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade einen ausprobiert, da ist das völlig anders als hier. Die Händler sitzen zwar an derselben Stelle und ansonsten ist kosmetisch einiges ähnlich, aber da kann jeder Anfänger loslaufen, findet genug zu futtern, genug Waffen und ordentlich Munition. Wie lange das unterhaltsam ist, wird sich zeigen. Na, ich bin da jetzt gerade erst irgendwie eine Stunde oder anderthalb, weiß ich gar nicht, drauf rumgaloppiert und habe so ordentliche Ausrüstung. Ne? Noch nicht alles so, wie es gern hätte, aber schon guter Anfang. Und ja, demzufolge kriegt ihr halt von solchen Ecken wahrscheinlich ellenlange Videos. Ja, und dann müsst ihr halt selber sehen, was ihr guckt. Es muss auch nicht so sein, dass ihr so jeden ersten oder zweiten Tag ein passendes, kurzes Video kriegt. Wer sich langweilt, der muss halt in die langen einfach mal reinlinsen und sagen, ach, das finde ich aber unterhaltsam. Oder sagen, ach nee, da gucke ich doch lieber vielleicht morgen nochmal rein. Oder so, mir alles egal. Ja, ne, deswegen gibt es also zum Beispiel heute definitiv nichts von hier, weil es gibt nichts zu suchen. Ich gucke immer da hinten hin, ne, jetzt direkt über meine Birne. Über diese Kuppe würde sich das Giftgas hier reinwälzen, wenn es denn gerade welches geben würde. Also es gibt welches, das kommt, aber das Loot, für das es sich lohnen würde, etwas zu machen, das ist eigentlich eher nicht. Deswegen die Server auch derzeit schön leer. Ich guck mal eben. Ja, ne? Das ist jetzt hier Server 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den Witchdoktor kenne ich. Marshmallow habe ich gerade gesehen, ist gerade zu Tode gekommen. Das waren es eigentlich. Die restlichen, also Server 2 ist komplett leer. Ja, wenn es nichts zu looten gibt, was soll man da, ne? Magazine sortieren. Ja,
Ja, so wird's also vorangehen. Also wundert euch nicht, wenn da noch viele lange Videos kommen. Auch von Gustav habe ich noch zwei auf Halde. Ich habe mich noch gar nicht getraut, die zu posten, sonst erschrecken sich die Leute und sagen, ah, wieder so stundenlanger Kram. Ich knall die gleich hoch und dann ist gut. Ja. Und dann müsst ihr halt sehen, was ihr draus macht. Gott, sieht das heroisch aus so. Obwohl die das halbe stören, ne? Vielleicht so? Nein. Ich muss jetzt noch ein gutes Thumbnail irgendwie zu Wege bringen, wo ich heroisch gucke, aber schlecht ist Schlagschatten. Ich glaube, ich drehe mich mal eben doch besser um. Setze mich mit dem Gesicht zur Sonne. Habe ich zwar nicht so einen schönen Hintergrund, aber ich werde wenigstens vernünftig beleuchtet. Ja, ne? Guck mal, sowas, das hat doch was. Vielleicht auch von der Seite. Also mit dem Hügel im Hintergrund. An mir ist ein Star-Fotograf verloren gegangen. Ne? So ein bisschen Farbe noch von den schönen Bäumen. Ich glaube, so lassen wir das, ne? Ja, danke fürs Reingucken. Foto kann ich eigentlich schießen. So. Und ja, mehr dann Beichelchen halt, wenn wieder Loot da ist.